Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und es geht um die Wege, alte, verletzende Dinge in der Vergangenheit loszulassen. Wenn Ihnen was hochkommt aus der Vergangenheit, wenn es plötzlich da ist und Sie innerlich erschüttert sind, dann nennt man das Flashback. Dann ist eine alte Erinnerung aus der Vergangenheit, die Ihnen wehtut, die oft einen traumatischen Inhalt gehabt hat, wo das Unbewusste das noch nicht ausreichend verarbeitet hat und was es deshalb hochspült. Und wenn es sehr, sehr oft hochspült, dann ist es schwer, diese traumatischen Inhalte loszulassen, weil die haben Sie dann fest im Griff. Dann spricht man eben von einer traumatischen Belastung. Und es kann dann, wenn sowas häufig ist und vermehrt ist und sich wiederholt, kann dann auch eine ganze posttraumatische Belastungsstörung daraus entstehen. Wie gehe ich um, wenn Dinge angeschwemmt kommen? Wie gehe ich um, wenn ich merke, es lässt mich eben nicht los, dieser Schmerz aus der Vergangenheit? Menschen, die da keinen Schmerz empfinden, können das dann auch jetzt schwer nachvollziehen. Für die ist das auch nicht relevant dann, weil da kommt Gott sei Dank bei denen nichts hoch und das ist ein Glück. Das heißt, sie haben das Glück einfach, die Vergangenheit auch ruhen zu lassen und die Dinge, die schwer waren, haben sie gut verarbeitet. Wunderbar. Deshalb diesen Weg weitergehen. Wenn es nicht so ist, weil sie merken, dass Das kann ich nicht loslassen, das tut so weh, das ist so ein Schmerz, dass das schiefgegangen ist, dass ich gekündigt worden bin, dass mich der Partner verlassen hat, dass ich damals diesen Autounfall gehabt habe, dass meine, keine Ahnung, Eltern gestorben sind, dass ich da auch schuld war, dass das passiert ist. Da kommt dann auch die Schuldfrage rein, wo geklärt werden muss, bin ich da wirklich schuld, aber ich bilde es mir dann oft ein, dass ich schuld bin. Und Sie wissen, ein Schuldgefühl ist keine echte Schuld. Also da kommen dann viele, viele Dinge bereits rein, aber wie kann ich es loslassen, wie kann ich es ruhen lassen? Eine Methode ist, wenn diese Gedanken immer wieder kommen und mich immer wieder quälen und immer wieder dieser eine innere Erschütterungsgedanke ist, dann nehme ich diesen Gedanken und setze ihn wie auf ein Boot bei einem Fluss und lass diesen Gedanken wieder wegschwimmen. Ich beschäftige mich jetzt nicht mit diesem Gedanken, weil er mich jetzt da im Hier und Jetzt zu sehr verunsichern würde, zu sehr aus der Bahn bringt. Und ich sage auch diesem Gedanken, diese Erinnerung, diesem Flashback, jetzt möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Du darfst wieder weiterfahren. Und das kann sein, dass es dann wirklich auch allein schon durch diese ganz einfache Methode zur Ruhe kommt. Ein anderes Bild ist, wie wenn Sie ein paar nasse, schmutzige Schuhe haben, ja, die voller nassem Matsch sind, dann hat das auch keinen Sinn, die jetzt da mit der Bürste zu säubern. Das müsste man dann eher halt abspritzen, aber das ist dann für die Schuhe oft noch schlechter. Das heißt, ich nehme diese matschigen, nassen Schuhe und stelle sie weg und lasse sie mal trocknen, weil jetzt das Säubern geht nicht. Wird nur verschmiert. Und dadurch, dass ich es wegstelle, weiß ich auch, ich muss es mir später hernehmen, die können später unbedingt gesäubert, sonst kann man es nicht anziehen. Ja? Aber jetzt ist es der falsche Zeitpunkt. Und das kann ich immer wieder machen, wenn sowas herkommt, jetzt will ich nicht dran denken und weg. Und dann bin ich wieder im Hier und Jetzt und kann wieder mich anderen Dingen widmen. Wenn es wiederkommt, der Gedanke, mache ich es wieder so. Also es kann gut gelingen, dass Sie da schmerzende Dinge aus der Vergangenheit loslassen, aber irgendwann, wenn es Ihnen gut geht, wenn Sie das Gefühl haben, das gehört jetzt bearbeitet, kann gut sein, dass Sie dann sagen, so, jetzt aber will ich es bearbeiten und jetzt hole ich es mir bewusst her. Und da wissen Sie dann ohnehin schon die Inhalte, oder Sie brauchen gar nicht lange überlegen, das kommt ohnehin dann sehr schnell wieder. Und dann ist es gut, sich zu überlegen, will ich es allein bearbeiten, kann ich es allein bearbeiten,
kann ich es, mit welcher Methode kann ich es allein bearbeiten oder möchte ich es mit jemand anderem bearbeiten? Das gehört auch vorher geklärt. Und wenn ja, mit wem will ich es bearbeiten? Nicht jemand, der dann auch überfordert ist, nicht jemand, der mir dann gute Ratschläge gibt und mir überhaupt nicht weiterhilft, sondern es muss schon jemand sein, der sich auch traumatherapeutisch auskennt, der zumindest einfach ein Verständnis hat, was es heißt, mit schwer belastenden Ereignissen empathisch, aber auch kompetent, stützend und helfend umzugehen. Und da gleich, also kann man gleich auch vorweg sagen, da gleich hineinzubohren in diese Traumaerinnerungen, völlig unvorbereitet oder halt halb vorbereitet und mehr mit einer Neugierde, ohne das Ganze zu stützen und zu bergen, ist ein schwerer Kunstfehler. Ja? Deshalb braucht es zuerst immer Stabilisierung. Und wenn die Stabilisierung ausreichend ist, so dass ich spüre, ich kann das jetzt halten, diesen Inhalt, dann kann ich als der betroffen ist, so weit wie ich möchte hineingehen, aber nicht, dass jemand anderer nachfragt, und was war dann noch, und was war dann noch. Das wäre dann eine Angsttherapie, die überfordert sein kann. Deshalb darf man auch bei traumatherapeutischen Inhalten keine einfache Angsttherapie machen, die immer weiter fragt, und was ist dann passiert und was ist dann passiert. Ja? Das ist nur der Zukunftsaspekt. Ich kann bei Zukunftsängsten, kann ich mir vorstellen, was wird dann sein, was wird dann sein, was wird dann sein. Das ist in Ordnung. Aber bei Vergangenheit weiß ich ja, was dann passiert ist, ja, und wie furchtbar das ausgegangen ist. Und das macht eben dann keinen Sinn, den anderen zu überfahren und zu überrollen mit einer zu schnellen, das ist fast wie eine Überflutung, mit zu schnellen Inhalten, die dann der gar nicht verarbeiten kann und gar nicht verarbeiten will, den es dann eben betrifft. Das heißt, ich entscheide selber, wie weit ich da reingehen will in diese Vergangenheit. Und das Ziel, diese Dinge zu bearbeiten, ist immer, dass ich mehr Frieden habe und dass ich es loslassen kann. Wenn das Ziel ist, mir geht es nachher viel schlechter als vorher, ich bin nachher komplett überflutet und verzweifelt und ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt nachher nochmal überlebt zwar, aber auch noch einmal erlebt, dann ist es wie eine Retraumatisierung, eine Wiederholung des Traumas von damals und ich habe jetzt da eine Zusatzverletzung im Hier und Jetzt mir eingehandelt, indem ich unvorsichtig reingestolpert bin. Deshalb jetzt keine Angst haben vor einer Traumabearbeitung, aber auch schon eine Ehrfurcht haben, nicht vorschnell reinzurennen. Und der Patient und der Klient und der das Trauma erlitten hat, der entscheidet, wie weit er da auch hineinschauen will. Jetzt gibt's manche Klienten, die wollen das alles schnell erledigen und geht schon und überfahren sich selber und dann hat eben der Therapeut die Aufgabe zu bremsen und zu sagen, Moment, sie überfahren sich gerade selber, spüren sie nach, tut ihnen das wirklich gut? Ja, mir tut das gut, ich will das jetzt endlich erledigen. Nein, es tut ihnen nicht gut, weil es ist zu viel. Ja? Deshalb, wir machen das ganz langsam, so dass sie im Frieden bleiben und nicht in eine Aufregung kommen und nicht in eine fast jetzt manische Haltung kommen, dass sie das jetzt da schnell abarbeiten. Das wäre eben die Gefahr und deshalb braucht es einen Profi von außen, der schaut, ist es gut, wie dieser Mensch in das Trauma hineingeht und das bearbeitet. Wenn ich es allein bearbeite, ist es oft gar nicht so schlecht, weil ich genau nur so weit rein, wie ich mag. Außer ich komme dann alleine in diese manische Phase rein, dann ist ganz schlecht, weil dann habe ich gar keine Kontrolle mehr über mich und haue mich viel zu sehr rein. Und es geht mir nachher schlechter als vorher. Das mache ich hoffentlich eh nur einmal und dann merke ich, es ist keine gute Idee, das allein zu bearbeiten und ich hole mir eben kompetente Hilfe. Aber wenn ich es gut allein bearbeite, zum Beispiel durch Schreiben, zum Beispiel durch bewusst verlangsamen und sehr gut auf mich achte, weil ich gut im Hier und Jetzt sein kann, weil ich sehr vorsichtig und sehr sensibel mit mir umgehen kann, gut mit mir in Kontakt bin, dann ist gut. Dann kann es eine sehr, sehr gute Lösung sein, das Trauma zu bearbeiten. Weil ich gehe in der Zeit voran, wie ich es brauche. Ich nehme die Zeit, die ich brauche und ich habe die Geschwindigkeit, die ich brauche. Und das kann sehr, sehr fruchtbar sein, weil ich auch dann bereit bin zu sagen, für heute ist genug, ich lasse es. Ich schaue jetzt gar nicht mehr hin. Ich stelle es wieder weg wie eben ein paar schmutzige Schuhe. Und so kann ich mir das Schritt für Schritt hernehmen. Letzter Punkt. Wie kann ich die verletzenden Erinnerungen ruhen lassen? Es braucht auch eine Heilung der Erinnerungen. Selbst wenn ich dann das Trauma aufgearbeitet habe und merke, ich kann damit jetzt gut
umgehen. Und ich habe das eingeordnet für mich, ich habe das für mich strukturiert. Ich habe dazu eine Sicht der Dinge, die mich ruhig sein lässt. Brauche ich noch einen zweiten Schritt, und das ist eben die Heilung der Erinnerungen. Weil ich habe so oft ängstlich und schreckhaft daran gedacht, wie das alles gewesen ist, dass, obwohl ich das gut aufgearbeitet habe, ich fast automatisch mit meinem Bewusstsein dann nochmal denke, ah, das war damals furchtbar. Ja? Dabei ist, denke ich mal, im zweiten Schritt dann ja, aber jetzt ist es ganz gut bearbeitet, ich kann es ruhig lassen. Aber dieser erste Zucker ist eben diese Erinnerungsangst. Und daher braucht es eben diese Beruhigung, dass, wenn ich mich daran erinnere, auch da ein eigener Schritt dann am Schluss, ja, dass ich merke, ja, die Vergangenheit war so, wie sie war, ich habe es jetzt gut bearbeiten können, ich kann in Ruhe sein, ich kann es für mich einordnen, die Erinnerungen werden noch bleiben, die verblassen dann aber auch mit der Zeit, und selbst wenn ich mich erinnere, wie furchtbar das war, kann ich schneller, als nach einer Schrecksekunde, gleich mitnehmen, jetzt ist es aber im Frieden. Jetzt konnte ich es bearbeiten. Jetzt kann ich es ablegen. Oder, wenn ich sagen muss, das ist so arg, das kann ich nie ablegen, das bleibt eine Amputation von einem wichtigen Teil von mir, das kann ich nicht vergeben, das kann ich nicht vergessen und so weiter, dann braucht es wieder diese vier Schritte: aushalten, annehmen, zustimmen, versöhnen. Habe ich ohnehin auch schon in anderen Videos vorgestellt und kann ich gern darauf auch dann verweisen. Aber das braucht dann noch mehr Schritte, damit Sie da dann diese belastende Vergangenheit loslassen können. Das geht am einfachsten mit diesen vier Schritten: Vergangenheit auszuhalten, die Vergangenheit anzunehmen, so wie sie war, so furchtbar wie sie war. Bleibt nichts anderes über, als sie anzunehmen, passiv Ja zu sagen, dann sogar ein aktives Ja zu sagen, es ist tatsächlich geschehen. Und sich ganz am Schluss, wenn diese drei Schritte, aushalten, annehmen, zustimmen, aktives Ja, gelungen sind, und das braucht oft längere Zeit, braucht oft Unterstützung, braucht oft einen Prozess, der einfach Zeit braucht, ist der vierte Schritt dann die Versöhnung. Und was ist die Versöhnung? Die Versöhnung heißt, Ja zu sagen, noch einmal zum Gesamtprozess, ohne irgendjemand was vorzuwerfen. Und das ist ja ziemlich herausfordernd, weil es heißt nicht, dass ich jetzt gutheißen soll, was von mir aus der Missbrauchstäter mit mir getan hat. Ja, mit dem brauche ich mich nicht versöhnen, aber ich muss mich mit dem Faktum versöhnen, dass das in meinem Leben passiert ist. Und ich kann im Hier und Jetzt heute so weiterleben, dass ich sage, trotz dieser Verletzungen bin ich hier, bin ich stark, bin ich stabil und kann ich mein Leben weiterleben. Und ich mache heute das Beste draus. Und morgen und übermorgen. Aber immer im Heute. Alles Gute.